Es wurde viel nachgefragt. Wann kommt die neue Tomodachi-Live-Serie? Hoffentlich irgendwann Staffel 2. Oh. Mehr bitte! Bitte, bitte noch ein Part. Kommt bitte ein Video, wie du und Lena heiraten. Sind du und Bilber jetzt Freunde? Kannst du bitte mal dein Arschloch in die Kamera halten? Unendlich viele von euch hatten nur diesen einen Wunsch. Bring bitte wieder Tomodachi! Und heute wird dieser Wunsch erfüllt. Sie dorthin, wo wir die Sterne finden. Nimm sie mit, lass keine Zeit verwinden. Ja, ihr habt richtig gehört, Tomodachi Live ist zurück. Jetzt stellt ihr euch aber wahrscheinlich die Frage, wie ist es denn zurück? Lasst es mich an einem Beispiel erklären. Wir haben Tomodachi Live Tag 1 bis 10, Tag 1 bis 20 und Tag 1 bis 30. Vergleichen wir das mit Berserk, sind das wie die drei Filme, das Goldene Zeitalter 1, 2 und 3. Und weil diese drei Filme so gut ankamen, gibt es jetzt eine ganze Serie dazu. Und natürlich spielt diese Serie nach den Ereignissen von den Filmen, damit wir sehen, wie es weitergeht. Und diese Serie ist Tomodachi Afterlife. Ab jetzt werde ich ab und an immer bei Tomodachi Live vorbeischauen und gucken, was gerade so auf Abahe Island passiert. Das werden dann einzelne Folgen, also eine Folge ist ein Tag. Und das Beste daran, das heißt, es gibt mehr Content. Denn diese eine Folge wird nicht wie sonst auf ein, zwei Minuten runtergeschnitten, sondern ihr bekommt wirklich alle Highlights diesmal zu sehen. Nur das Beste. Also liebe Freunde, lehnt euch zurück, holt euch vielleicht noch ein paar Chips, denn jetzt kommt die erste Folge von Tomodachi Afterlife. Und es wäre nicht Tomodachi Live bei Didi, wenn nicht direkt etwas Insanes passiert wäre. Oh mein Gott, mein Herz, Digga! Direkt da ganz oben, aber wer ist es? Okay. Erstmal kurz chillen. Wir gehen rein, der erste Tag, Alter. Shit, wir sind zurück. Es ist so lange her. Was sollten wir zuerst machen? Was sollten wir zuerst verbrechen? Direkt das Herz abchecken? Nee, ich spann euch auf die Folter. Erstmal checken wir bei Didi aus, was abgeht. Wir haben so lange Didi nicht mehr gesehen. Didi ist alles, ist alles okay? Aber hi. Es ist die erste Folge von Tomodachi Afterlife oder trennst du direkt von Lena? Das wäre so dumm. Okay, wir gehen rein. Ey, bitte nicht. Immer noch diese scheiß Hundekostüme, ne? Was los? Bitte nicht von Lena trennen. Bitte nicht traurig von Lena trennen. Bitte nicht. Ich bin erkältet. Oh, okay. Jesus Christ, ich hatte gerade wirklich schon Angst. Ah, yes. Schon bei ersten Symptomen gegen Steuern gibt der Grippe keine Chance. Hell yeah. Ich hatte zum Glück nur echt selten in meinem Leben eine Grippe. Und wenn? Dann habe ich es genossen, weil ich nicht in die Schule musste. Hier, mein Freund. Gönn dir, damit es dir wieder besser geht. Und danach zieh mir dir das hässliche Hundekostüm aus. Nice. Ich glaube, mein Fieber ist gesunken. Digga, der Arm hatte sogar Fieber. Stellt euch vor, Didi wäre in der ersten Folge von Afterlife gestorben. Ich bin total verknallt in Lena. Let's go! Okay, es läuft noch gut. Der Hochzeit steht nichts im Wege. Wir werden bestimmt noch in dieser Serie die beiden heiraten sehen. Also, hoffentlich. Sollte nicht irgendjemand dazwischen funken. Weil es eine neue Serie ist, sollten wir shoppen gehen. Wir sollten zusammen ihm einen richtig geilen neuen Fit kaufen. Boah, die Fliegerjacke sieht auch schon cool aus. Erinnert mich so ein bisschen an Top Gun. Take my breath away, yeah. Liebe Top Gun, guter Film. Boah, sieht der scheiße aus. Der Froschstrampler sieht ja mega scheiße aus. Dann haben wir das Landwirt-Outfit. Boah, wenn Lena so auf dem richtigen Mann stehen würde, dann könnten wir das nehmen. Aber ich glaube, das ist es dann auch nicht. Dann haben wir noch ein Polohemd. Das ist was mein Dad anziehen würde. Und ein Stern-T-Shirt. Das sieht aus wie was jemand tragen würde, der 3 Jahre alt ist. Kaufen wir mal die Fliegerjacke. Wir wollen nämlich Tom Cruise sein. Wir wollen in Top Gun 3 mitspielen, okay? Die ist zwar ein bisschen shiny, aber alles ist besser als dieser Hundesohn-Look. Oh yeah. Was schenken wir Didi? Sollen wir mal Taschengeld machen? Als Ziel, dass wir am Ende von Afterlife mit ihm ins All können? 100 Tacken bekommst du. Wir müssen ja darauf hinarbeiten, dass was auch immer dann passiert, ich weiß immer noch nicht wirklich, passieren wird. Jetzt fehlen nur noch 9.900 Euro für meinen Weltraumurlaub. Boah, ich bin so gespannt darauf, ne? Das muss so cool werden, legit. Stellt euch vor, Didi dann einfach im Weltraum, dann kann man dem, keine Ahnung, im Weltraum so Weltraumessen geben, dann vielleicht sogar eine neue Hubworld und so. Digga, ich hab da so Bock drauf, das wird so cool. Spielen? Er will mich herausfordern? Er will wissen, wer der wahre Didi ist? Na gut. Faker? Faker? Zoom-Quiz! Oh nein, das kann ich nicht. Welches Item wird dir stark vergrößert angezeigt? Wähle nur eine der drei Optionen. Wenn ich verliere, dann muss ich mich ja theoretisch umbringen, weil es kann nur einen wahren Didi geben. Komplett übertreiben einfach. Was wird es wohl sein? Was zum Fick ist das? Didi! Das ist einfach nur gelb! Ja, das muss eine Panna Cotta sein. Ich habe keine Ahnung, was eine Panna Cotta ist. Aber ich weiß, ein Klappergebiss ist nicht gelb. Und wenn, dann hast du wirklich ein schlechtes Klappergebiss gekauft. Und Fleischbällchen sind nicht gelb, sondern braun. Also safe Panna Cotta, was auch immer das ist. Die richtige Antwort ist... Ich wusste es bis zum Ende nicht. Was ist das? Das sieht aus wie, keine Ahnung, vergammelter Wackelpudding. Didi, Digga, chill mal. Guck mal, wie schnell Didi klatscht. Kennt ihr diese Leute, die so klatschen können?
Das hören eure Eltern, wenn sie 3 Uhr nachts an eurem Zimmer vorbeigehen. Anyways. Was wird es wohl sein? Junge, kannst du mal aufhören, die ganze Zeit nur gelb zu zeigen? SpongeBob Schwammkopf ist es nicht. Ich habe keine Ahnung, was ein Streichrahmen ist. Also wird es wahrscheinlich Karamellcreme sein, weil die Farbe ist so ein bisschen karamellig. Vielleicht rede ich auch einfach nur Bullshit. Könnte auch ein Poloch sein. Ich muss mich auf meine Instinkte verlassen. Ich sag, es ist Karamellcreme. Es ist niemals Streichrahmen. Die richtige Antwort ist... Es war etwas Streichrahmen. Es ist niemals Streichrahmen. Was soll die Scheiße? Was ist Streichrahmen? Ist es Butter? Und wer tut Butter in so einem fucking Behälter aufbewahren? Butter ist... Ich hasse dich, Diddy. Mann, die kommt mir nicht sicher. Egal ob Film, egal ob Serie, davon werde ich niemals befreit werden. Okay, ich würde sagen, wir haben genug mit Diddy gequatscht. Wir geben ihm noch ein bisschen was zu essen. Wir geben ihm... Hässlichste Wort, was jemals existiert hat. Gönn dir die russische Gemüsesuppe, russische. Victor wäre stolz. Diddy fand es allerdings nicht so fresh. Okay, raus hier. Ich werde nicht mal draufklicken. Ich weiß nicht, wer das da oben rechts ist, aber ich werde nicht mal draufklicken. Zumindest noch nicht. Ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden. Denn dann sah ich das hier. Apo Red ist im Vergnügungspark. Was macht er da? Alleine chillen? Ach ja, Apo Red ist der Einzige, der am Ende keine Freundin hatte. Der arme Bruder wurde einfach von Sirius und Samus Hops genommen. Der arme, Alter. Und Papa Diddy hat keine Freundin. Vielleicht sollte ich mal meine Mom hinzufügen. Talking about Apo Red. Was hat seine Ex gerade sozusagen? Und what the fuck? Ryan? Warum macht sich Ryan immer an Vergebene ran oder frisch getrennt oder frisch zusammengekommen? Was ist mit Ryan los? Und warum hast du eigentlich pinke Haare? Seit wann? Was ist los? Willst du uns vielleicht sagen, dass es dir doch leid tut, dass du nach einem Tag dich von ApoRed getrennt hast? Dass du nach einem Tag dann direkt auch mit jemand anderem zusammengekommen bist? Darf ich dir ein wenig von vorschwärmen? Was? Was zum Fick? Keine Zeit, Spaß, Freunde. Hat sie ernsthaft einen geheimen Verehrer? Was ist Sirius und Samus für ein Fuckgirl geworden? Ich schwöre. Dann erzähl uns mal von Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Conan ist stark, geschickter Handwerker und präziser Arbeiter. Jetzt doch Conan? Diese Schlampe. Darum denke ich jeden Tag nur an ihn. Ja, ich denke jeden Tag nur an ihn. Diese Schlampe hat gecheckt, dass wir ihr auf die Schliche gekommen sind. Sie hat sich safe verhaspelt. Sie wollte safe Ryan oder so eine Scheiße sagen oder irgendjemand anders. 100%. Dann hat sie aber schnell die Kurven bekommen. Ah, danke für den Hustensaft, schätze ich. Wir behalten Zero Suit besser mal im Auge. Aber was ich auch im Auge behalten wollte... Ist das Herz noch da? Okay, alles noch da. Ich werde nicht gucken. Ja, ich spanne euch doch ein wenig länger auf die Folter, denn... Lena? Diddy ist verliebt, das haben wir gerade eben gesehen. Aber ist es Lena auch? Lena hat ein Problem. Oh nein. Ey, bitte nicht. Das wäre so traurig. Ich würde die Serie direkt canceln, Afterlife. Bitte nicht. Ey, weißt du, ich bräuchte ganz dringend 85 Euro. Gibst du mir Kredit? Also erstmal, Hugh. Zweitens, erinnert ihr euch noch bei Tag 21? Ey, weißt du, ich bräuchte ganz dringend 72 Euro. Gibst du mir Kredit? Hat dir die Lena in der Beziehung in eine Schuldenfalle gelockt? Ist die spielsüchtig? Sie hat sogar mehr Schulden als Diddy am ersten Tag damals. Wir geben ihr auch nochmal das Geld, okay? Aber wenn sich das häuft, dann müsst ihr irgendwann mal auf Nein drücken. Die müsst da echt selber klarkommen mit der Schuldenfalle. Vielleicht wird sie von der Tischtennismafia verfolgt und Diddy auch. Okay, meinetwegen. Was? Im Ernst? Ja, aber nur einmal. Das hilft mir wirklich sehr. Warum ist sich eigentlich ApoRed so am Abfacken? Ich meine, ich versteh's. Aber wenn er wüsste, dass sie ihn auch schon gerade betrügt, den neuen Freund konnte, dann ist alles okay. Guck mal, der beste Freund ist aber Papa Diddy. Er hat mich ersetzt und ist dafür Besties mit meinem Dad geworden. Bruh, Alter. Um fit zu werden, jogge ich jetzt regelmäßig mit Lady D. Ist das etwa ein Teaser, ApoRed? Okay, Freunde, aber jetzt ganz kurz. Einmal ab zum Herz. Es ist Santa Claus! Hä, aber Santa? Mit wem war Santa überhaupt nochmal verliebt? Ach, Bibi, stimmt, der war doch mit Bibi zusammen. Aber will er sich trennen oder will er mit ihr heiraten oder so? Was passiert hier? Davor werden wir jedoch kurz bei Pedocat abchecken, denn Pedocat hat anscheinend ein Problem. Was los, Pedocat? Oh, voll eklig, Digga, sie chillt schon wieder mit Conan. Alter. Ich habe komplett vergessen, dir das Katzenkostüm zu geben bei den 30 Tagen. Deswegen besser spät als nie. Und danach checken wir ihr Problem ab. Jetzt wird sie offiziell zur Pedocat. Oh, shit. Boah, das sieht eigentlich gar nicht so scheiße aus. Was will sie? Was ist ihr Problem? Ich wäre so gern ein Kind. Das glaube ich dir aufs Wort, Pedocat. Tun wir's. Mach mich hiermit bitte zum Kind. Oh, scheiße, Mann. Eklig. Ab jetzt werde ich mich ganz kindisch verhalten. Warum ausgerechnet Pedocat? Ich meine, klar, die Ironie, aber trotzdem. Weil sie, Digga, das ist ja voll unangenehm. What the fuck? Digga, was soll die Scheiße? Das ist mies unangenehm. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Was macht sie da? Was ist das für eine K-
Cutscene. Seit wann hat Tomodachi Life überhaupt Cutscenes wie diese? Die ist so mad gruselig. Kind sein ist echt klasse. Gerne, wo hast du deinen Katzensuit gelassen? Hier, nimm erstmal wieder dein Katzending. Nun gab es wirklich nur noch eine Person, die wir vor dem Herzen auschecken müssen. Pedobär? Ich hätte gern eine Einwegkamera. Eine Einwegkamera? Wie random. Warum willst du eine Einwegkamera, Bro? Vielleicht will er Bilder von seiner Frau machen oder so? Dass die beiden einfach geheiratet haben, ich komme nicht drauf klar. Aber ich frage mich, ich glaube trotzdem, dass Pedobär sich nie mit Diddy anfreunden wird. Aber mal schauen, mal schauen. Wer weiß, was die Serie hier bringt. Könnt ihr Broski? So, was hat er vor? Was hat er vor? Der junge Mann hier. Was hat er vor? Sieh, was ich fotografiert habe. Okay. What the fuck? Wie creepy ist das denn? Die Gang da hat so eine Übernachtungsparty gehabt und Pedobär klebt einfach an der Decke und macht heimlich Bilder? Bro, what the fuck? Wie creepy ist das denn? Was soll die Scheiße? Der Titel lautet Quell der Liebe. Quell der Liebe! Digga, das klingt so, als hätten die da alle miesen Gagbang gehabt. 100 Punkte, Digga. Jetzt aber wirklich, Freunde, lange genug auf die Folter gespannt. Jetzt wird es wirklich Zeit, wie ich es gesagt habe. Ich hätte gern eine Einwegkamera. Nein, jetzt reicht's. Jetzt reicht's, Pedobär. Du kriegst nicht noch eine Einwegkamera. Wir gehen jetzt, wie ich bereits gesagt habe, endlich zu. Was will Vic denn eigentlich von uns? Ich verspreche, das ist das Letzte. Hör mal, wie ich dir die imitiere. Oh, was kommt jetzt? Ich kenne doch Victor. Ich weiß genau, was jetzt kommt. Warum frage ich überhaupt? Aber hi. Hahaha, Victor. Oh mein Gott. Victor, du bist so lustig. So, okay, jetzt geht's aber ab zum Herzen. Jetzt geht's aber wirklich ab zum Herzen. Santa fucking Klaus. Was willst du? Willst du dich von Bibi trennen? Oder willst du etwa sie heiraten? Haben wir echt eine Hochzeit in der ersten Folge? Ich fühle mich so leer. Ich fühle mich so leer? Oh oh, was will er denn jetzt? Ich möchte Bibi einen Antrag machen. Oh, also doch. Okay, alles klar. Ich weiß nicht, warum du dich leer fühlst. Wahrscheinlich, weil er es hinter sich bringen will. Keine Ahnung. Wäre schon geil, wenn wir das jetzt in der ersten Folge schaffen würden. Aber ich bin echt scheiße da drin. Rein da. Ey, Weihnachtsmann, ich will nicht pushen, ne? Aber Bibi... Entschuldigen Sie. Matt! Würden Sie gern etwas bestellen? Was macht Matt da? Oh, nein. Bei uns ist alles in Ordnung. Matt, der Bastard! Matt ist aber auch dumm. Warum? Matt, Digga, ganz im Ernst. Was hast du gerade gesagt? Verpiss dich, Matt. Ach, nichts. Okay, wir müssen uns voll konzentrieren. Guck mal, links ist Pedobär einfach mit Ashley. Matt, der Bastard, der hat uns einfach fast alles kaputt gemacht. Ich hab ein bisschen Angst. Nice. Ist die Aussicht von hier nicht toll? Im Hintergrund Karo und Giga-Chat wild. Ja, sie ist wirklich fantastisch. Aber Santa Claus, ich will nicht pushen, Sohne, aber ich weiß nicht, wer von Julian und Bibi sich getrennt hat, aber ich habe keine Ahnung, Bro. Aber pass einfach vorsichtig. Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann ist wholesome. Ich bezweifle, dass er was Böses machen würde. Nun, du siehst aber auch ganz fantastisch aus. Der Rizzly-Mann. Hihi, danke für das Kompliment. Der Rizzler-Klaus. Okay, soweit so gut. Come on. Didi? Sie denkt an mich? Warum denkt sie an mich? Pedo-Cat? Digga, Baby, was ist mit dir los, Mann? Okay, Kuchen verstehe ich ehrlich gesagt. Da bin ich auch dann... Ehrenlos! Ich möchte dich etwas sehr Wichtiges fragen. Fuck, Mann. Bitte? Was hast du gesagt? Das ist halt wieder unfair. Das ist halt wieder dumm. Ich habe halt einfach nicht die Reflexe von einem scheiß Mark Zuckerberg. Ich hatte Angst. Ich hatte zu viel Angst. Ich hasse dieses Spiel. Habe ich euch schon mal gesagt, dass ich dieses Spiel hasse? Ich glaube, wir sollten langsam heimgehen. Oh, verstehe. Warum machen die diesen? Das ist so dumm. Was soll ich denn machen? Ob die Leute Bibi und mich wohl um unser Glück beneiden? Nicht nach dem, was gerade passiert ist. Klassischer Diddy-Moment. Danach gab ich dem Weihnachtsmann noch ein, in Anführungsstrichen, Weihnachtsoutfit. Mal mehr aus wie Santa Claus. Danach checkte ich noch Lucias Traum aus. Was träumt Lucia? Bestimmt davon, wie sie mich im Tischtennis abzieht, die dumme Sau. Für was zu essen bist du echt schnell. Ist das dumm. Folgend checkte ich noch die Nachrichten aus. Während einer hitzigen Unterhaltung rutschte jemandem ein Rollmops aus der Hand. Boah, natürlich! Wer auch sonst? Natürlich würde GigaChat alles wieder mal retten. Und da wollte ich gerade die erste Folge von Afterlife beenden. Sah ich das hier bei Baby. Okay. Ich wäre so gern mit Ryan. Eine heikle Situation. Werden Bibi und Ryan wirklich sich anfreunden und wird Ryan versuchen, sie auszuspannen? Werden Diddy und Lena es vielleicht doch noch irgendwie schaffen zu heiraten? Und bleibt Pedobär so freundlich oder ist es nur eine kleine Phase? Findet es heraus in der nächsten Folge von Tomodachi Afterlife. Ich werde sterben.